an die Brassen! Hoido, ihr Landratten und Kielschweine. Weiter geht's bei Herrscher der Meere. Ich habe in der letzten Folge einfach mal abgespeichert. Wir werden das Spiel jetzt fortsetzen. Und ja, wir hatten ja zuletzt hier den Hafen Ebingen erobert. Dorthin ist jetzt auch unsere Galeone unterwegs. Ja, einfach kann, weil die auf dieser Strecke hier mehr Waren transportieren kann. Wir haben die Fleute, die bisher auf dieser Route im Einsatz war, in Festum als Lager einfach hinterlassen. Und hier die Gewürzroute, das Handelsdreieck hier, da sind wir also auch ganz normal unterwegs. Und eine Handflotte hier, Knoten in der Zunge heute. Läuft auch alles ganz normal. Wir sind hier auf Mission unterwegs mit einem besonderen Transport, einen inoffiziellen Transport nach Eledwina. Ja, das sind Gefangene, die wir da an Bord haben, die in den französischen Hafen gebracht werden sollen. Und der Pirat Henry Morgan versteckt sich immer noch hier in Kap Brabak. Und wir sind immer noch auf der Suche nach dem Hafen Westheim, Wehrheim, ich vergesse den Namen ehrlich gesagt immer wieder. Ja, soweit sind wir also auf dem Stand. Weiter geht's. Zielpunkt erreicht, Sir. Was? Jawohl, dann schaut hier mal weiter nach. Gut, hier den Fluss haben wir ja so weit wie möglich erkundet. Na, da haben wir den Hafen Lovangen, dann haben wir Tjolmar. Schauen wir mal weiter hier lang. Die Küste, also die wirklich abklappern und dann wird auch so langsam hier der Proviant knapp. Zielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Ja, dann mal nix wie hier rein mit euch. Ach, das gibt's doch nicht. Ein neuer Hafen und es ist immer noch nicht Westheim oder Wehrheim, sondern Riva. Heißt er, hat Stoffe und Gewürze im Angebot, Bedarf an Alkohol und Tabak. Aha. Lass mal sehen, weil Alkohol produzieren wir ja hier, aber den dann halt da oben hinzuschaffen, ist natürlich nochmal eine Strecke für sich, obwohl natürlich die Handelsspanne, das heißt der Gewinn, da nicht unbeträchtlich sein dürfte. So, fahren wir in den Hafen mal rein, denn dann können wir uns gleich verproviantieren. Henry Morgan immer noch. Wir sind eingelaufen, Sir. In Kap Brabak eingesperrt hier durch meine Piratenjägerflotte, die zwei bis an die Zähne bewaffneten Korvetten. Ach, die vor der Hafeneinfahrt auf- und abkreuzen und ihnen ja die Ausfahrt aus dem Hafen nicht gestatten. Der Bursche traut sich aus seinem Loch einfach nicht heraus. Leute! Ah, und hier haben wir auch endlich mal eine... Zielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Lass mich doch bitte reden. Eine spanische Flotte. Wir sind eingelaufen, Sir. Ja, so, dann schauen wir uns hier in Riva erstmal um. Besatzung und Proviant eindecken und... Was haben wir hier? Gut, Produktionsstätten haben die Spanier hier noch nicht. Aber wohl im Hafen ihre Flotte zu liegen... Ja, dann sieht's ja hier oben irgendwie wirklich schlecht aus. Mit noch einem weiteren Hafen Westheim, da muss ja dann irgendwo noch hier eine Lücke sein, wo der sich verstecken könnte. Hier, ich komme hier gar nicht weiter nach oben. Dann schaukeln wir mal doch hier erstmal rüber nach Dirat. Der Hafen ist ja inzwischen wieder geöffnet. Das ist auch eine einfache Brick, die die Spanier hier haben. Ja. Jawohl, den Spielzug möchte ich beenden. Ja, Piratenaktivitäten. Aber keine 250.000 Goldstücke. Eine neue Korvette in Mendena, sehr schön. Und in Festum. Und eine neue Fregatte in Nebelauen, die dann als Verstärkung hier für unsere Kampfflotte dienen wird. Erstmal werden wir aber die Korvetten
hier dann aufsammeln, um unsere Handelsflotte hier zu verstärken. Die Transportkapazität brauchen wir inzwischen dort, denn die Produktion hier in unseren Häfen ist soweit ja richtig gut angelaufen. Ja, unsere Mission hier ist auch wunderbar unterwegs. Weiter geht es also. Mal sehen, wer hier das Rennen macht. Zielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Okay. Wir sind eingelaufen, Sir. Ja, dann können wir auch gleich hier im Festum wieder Fälle verkaufen. Besatzung an Bord nehmen. Gewürze decken wir uns mit ein und zack, auch gleich noch den Restbestand quasi hier von neutralen Händlern an Bord genommen. Proviant aufgefüllt. Ja. So, in Festum haben wir ja selber alles unter Kontrolle, alles ausgebaut. Das heißt, was jetzt an Gewürzen produziert wird, kommt alleine aus unserer Produktion. Genau. Müssen wir mal gucken. Was wir aber machen können, ist, dass wir hier auch einfach eine Brig hinzunehmen als Eskorte für die unbewaffnete Korvette. Voll. 14 Wochen Proviant. Ja, damit kann sie von der Reisedauer her auch mithalten mit der Korvette. Das sieht gut aus. Dann schicken wir die gleich wieder rüber nach Merolin, um dort die Gewürze zu verkaufen. Ja. Weiter geht's. Wer ist als nächstes dran? Alles dreht sich, alles bewegt sich. Lassen sich! Nur Henry Morgan, der hockt hier immer noch in seinem Loch. Ja, ja, das ist natürlich, ich fürchte. Lassen sich! Ja, und ich kann zwar den Hafen selber angreifen, aber nicht Henry Morgan, der sich da drin verkrochen hat. Da wären wir wohl wirklich zu drastischen Mitteln greifen müssen. Fürchte ich, wir haben ja hier unsere Kampfgruppe. Die ist ja vollzählig. Vollzählig und 13 Wochen Ausdauer. Ebingen, achso, ist natürlich noch nicht hier. Die Reparatur dauert noch. Die Festung ist natürlich bei weitem noch nicht wiederhergestellt. Trotzdem, nee, da müssen wir warten wir noch ein bisschen, denn falls Piraten hier angreifen, möchte ich lieber die Flotte hier haben, um Ebingen zu verteidigen. Ja, die möchte ich hier also noch nicht auf den Weg schicken. Ja, und müssen wir ein bisschen wieder unser Geld im Auge behalten. Ja, nicht, dass das jetzt gefährlich niedrig ist, aber wir laufen ein. Ja, tut das mal, Jungs. Die Galeone hier in Ebingen. Wir sind eingelaufen, Sir. Angekommen, wunderbar. Schauen wir mal, ob wir hier schon was selber produziert haben. Da ist noch nichts. Haben wir von den anderen Nationen. Ja, Portugal. Hier ganz kräftig Felle produziert. Den wollen wir mal die Waren abkaufen. Kriegen hier einen richtig günstigen Preis. Ja. Und können hier auch so einiges an Bord nehmen. Und sollten, sag jetzt noch Proviant hier auffüllen. Ja, damit sollten wir direkt die lange Strecke nach Hause in einem Zug hoffentlich schaffen. So, und da ist auch wieder der Monat vorbei. Schauen wir mal. Soweit nichts passiert. Kohle, klar, ne? Müssen wir jetzt zusehen, dass wir diese Runde was zusammenkriegen. Nebelauen wurde von einer Krankheitsepidemie heimgesucht. Wow. Das heißt, dort ist die Bevölkerung auf dem Nullpunkt sozusagen. Ne? Hier keine Leute, die ich einsetzen kann, sondern ist noch in der Festung. Jetzt Personal. Okay, hier wird aber auch nächsten Monat dann eine Flöte fertig. Okay.
Ah, okay, das reicht sogar, wenn wir dann schon die Brick anfangen. Sehr schön. Ja, vielleicht machen wir irgendwann mal einen Transport, dass wir hier Leute nach Nebelauen schaffen. Dazu würde sich ja fast die Kampfgruppe anbieten, wieder einmal, weil da habe ich natürlich viele Leute an Bord. Damit halt hier Wirtschaft und Produktion wieder ans Laufen kommen. In Ebingen haben wir aber mehr als genug Leute, um dann die Flotte hier gegebenenfalls nochmal auszurüsten. Deswegen machen wir das einfach. Na? Die Kampfgruppe nach Nebelauen schicken, damit sie dort die Leute an Land setzt. Leute endlich! Ja, ist ja gut. Leute endlich! Oh, Henry Morgan hier immer noch im Hafen eingesperrt. Der traut sich einfach nicht raus. Leute endlich! Kielhafen erreicht, Sir. Ja, wir laufen ein. Wir können aber ungefährdet diesen Hafen anlaufen. Wir sind eingelaufen, Sir. Mit unserer Brig, die mit diesem Sondertransport hier unterwegs ist. Wir verstärken die Besatzung nochmal ein bisschen und verproviantieren uns natürlich voll, denn jetzt geht es auf die zweite Hälfte der Reise jetzt direkt nach Elendwina durch. Oh, wie lange haben wir Zeit? Juli 1544. Juni haben wir gerade angefangen. Das kann sein, dass das ein bisschen knirsch wird. Ja, aber die Brig ist ja an sich ein schnelles Schiff, auch wenn sie durch die Beschädigungen, die sie hat, natürlich ein bisschen ausgebremst wird. Das sollten wir vielleicht mal dann auch demnächst austauschen. Diese Brig, sie vielleicht zur Kampfflotte überstellen, ja, wo sie dann vielleicht einfach mal zusammengeschossen werden kann. Und dann für Missionen holen wir uns dann eine neue, schnelle Brig. Ne? So. Leute, endlich! Ja, den lassen wir da mal im Hafen verrotten. Leute, endlich! Ja, beaufsichtigt und bewacht durch unsere Piratenjäger. Leute! Meine Fresse. Kielhafen erreicht, Sir. Aber der Hafen ist gesperrt. Ach, schon wieder? Oder immer noch? Na gut, ich habe aber jedenfalls hier noch genug Proviant, um mich dann eben nach Torval durchzuschlagen. Da müssen wir mal gucken, irgendwo vielleicht hier auf der Seite hier vielleicht noch irgendwo, was war da? Leute, endlich! Ja, ist ja gut. Ups. Leute, endlich! Aber da kommen wir eben leider nicht drum rum. Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Captain Morgan dort in diesem Hafen festzuhalten. Na, denn wenn er sich bewegt, kapert er auf See unter Umständen unsere wertvollen Handelsflotten. Und das ist mir einfach den Einsatz dieser beiden Korvetten als Wachhunde wert. Wir sind eingelaufen, Sir. So, unsere Gewürzflotte hier in Merolin eingelaufen. Zack, verscheuern wir die Gewürze. Richtig schön Kohle nochmal. Ja, und dann decken wir uns natürlich wieder mit Tabak ein. Nicht nur aus eigener Produktion. Ja, die Portugiesen machen immer noch keinen Tabak hier, sondern auch aus neutraler Produktion. Nehmen wir dann Tabak mit. So, auch Proviant haben wir alles an Bord. Und dann geht's hier wieder nach Järgern. Leute, endlich! So, Henry Morgan immer noch im Hafen. Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Jawohl. Und unsere Kampfgruppe wird gleich hier die Bevölkerung von Nebelauen verstärken, die ja durch die Epidemie drastisch reduziert wurde. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ja, seid also dabei, wenn es beim nächsten Mal heißt. Wir sind eingelaufen, Sir. Genau.